Ja, und damit herzlich willkommen wieder zurück zu unserem Livestream. Ja, Robert sitzt wieder im Auto, der Turn von mir ist nun zu Ende gebracht worden. Wir hatten leider noch, bevor ich das Auto übernommen habe, einen Reparaturstopp durchzuführen und kämpfen jetzt mit einer etwas krummen Lenkung. Also die Nacht hat in ihrer Brutalität dann leider doch jetzt auch bei uns zugeschlagen. Aus unseren 4 Minuten Vorsprung wurden jetzt knapp 2,5 Minuten Rückstand. Dennoch verlieren wir Gott sei Dank nicht so viel Zeit auf den Führenden. Und wenn man sich dann jetzt mal auf die Lenkung eingestellt hat, dann kann man auf jeden Fall mit dem Auto fahren. Das heißt, was haben wir für ein Problem? Die Lenkung steht so circa 10, 15 Grad nach rechts. Damit muss man sich jetzt einfach arrangieren und gucken, dass das eigentlich jetzt funktioniert. Sobald man den Bogen mal raus hat, würde ich mal sagen, haben wir jetzt so im Schnitt so 1 bis 2 Sekunden pro Runde, die wir wahrscheinlich aufgrund des Schadens verlieren werden. Das ist auf der Nordschleife Gott sei Dank nicht so viel. Ja, wir haben jetzt schon beschlossen, dass Robert und Ronald auf jeden Fall als unsere schnellsten Fahrer die maximale Fahrzeit zugestanden bekommen, die soweit bei iRacing nach der fairen Verteilung möglich ist. Denn nur so werden wir noch eine Chance haben, dass wir vielleicht die Führenden wieder einholen können. Weiterhin haben wir den Vorteil, dass wir pro Stint eine Runde auf jeden Fall mehr fahren. Wir setzen also weiterhin unsere Spritspartaktik ein. Und ja, jetzt beim zweiten Boxenstopp hatten wir gerade einmal 4 Sekunden optionale Reparaturen mit dabei. Wenn wir das natürlich beibehalten und jetzt schadensfrei durchkommen, können wir ja vielleicht noch ein Wörtchen um den Sieg mitreden. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch dann direkt wieder rein in das Live-Geschehen. Da sehen wir auch nochmal das Klassement nach Durchfahrt der letzten Runde 2:47. Robert ist wie gesagt auf der ersten Runde jetzt unterwegs nach dem Boxenstopp. Das heißt, er muss sich jetzt erstmal noch damit arrangieren, auch in die Lenkung reinfinden. Es hat sich nicht so viel verändert, außer die Tatsache, dass eben das Lenkrad ein bisschen krumm steht. Das macht es aber nicht unbedingt einfach, weil der Widerstand ist natürlich jetzt irgendwo in eine Richtung ein ganz anderer. Das Auto fährt sich jetzt in Linkskurven anders als in Rechtskurven. Wenn man da mal reinfindet, das dauert vielleicht 1, 2, 3 Runden, dann könnte man damit aber auf jeden Fall wieder schnell fahren. Und das werden wir jetzt versuchen. Also aufgeben ist nicht. Wir sind weitergekommen als letztes Jahr, wo wir ja irgendwo das Rennen aufgeben mussten in der Nacht. Wir sind auf einer Position weiter vorne, als wir uns erhofft hatten. Von daher ganz klare Ansage natürlich, kämpfen. Und ich würde sagen, ich überlasse euch jetzt den Bildern wieder, denn natürlich möchte auch ich mich jetzt wieder ein bisschen ausruhen. Um circa 6 Uhr werde ich dann, denke ich, irgendwo wieder ins Auto steigen. Das heißt, ich darf dann mich auch freuen über etwas mehr Helligkeit wieder auf der Strecke. Robert und Ronald und wahrscheinlich auch Roland noch mit dem letzten Nachthörn. Das heißt, Roland wird dann nachher irgendwo schon in die Dämmerung hineinfahren. Euch viel Spaß beim Zugucken weiterhin und ja, wenn Fragen sind, könnt ihr die gerne im Chat stellen. Wir werden es versuchen, so gut wie möglich zu beantworten und geben euch jetzt bitte die Onboard zum Mitfahren. Eight minutes, 17.965. You're back in the lead.
8 minutes 15.341.
8 minutes 15.146.
car right. Keep to the left. Clear. Minute 15.482.
8 minute 28.079. Car on your left. Clear.
8 minutes 18.357.
Car on your left. Clear on the left.
The lead is pitting now. The lead is pitting now. The lead is pitting now. Car stopped on the right.
8 minutes 23.314.
8:20.609.
8:18.639.
You can pass right here. Daniel, if you're still there, you've disappeared from my relatives and the entire map, so just be careful when you come. Car on your left. Clear. Minutes 17.396.
Yeah, and you can pass. Thank you, ma'am. Minute 16.845.
8 minutes 16.518. Thank you, buddy.
All of you are damaged. Thanks, mate.
The lead is pitting now. The lead is pitting now. Yeah, no problem. Eight minutes 29.161.
Morgen, wie läuft's? Morgen. Wie viel Sprit habt ihr jetzt noch? Ich sehe es gerade. Okay. Ja, also ich bin bereit. Ich bin jetzt zwar nochmal weg vom Rechner, aber auf jeden Fall verfügbar dann gleich wieder. Und wann sollen wir Doppelstins fahren? Das überlasse ich jetzt dann euch wieder. Also ich würde jetzt auf jeden Fall nochmal einen Einzelnen fahren und wenn Robert, Ronald danach möchten, mir ist das egal. Okay. Ich würde auch sagen, jetzt hat ihr dein Einzelstin fertig. Und wenn Robert kommt, der soll dann anfangen, Doppelstins zu fahren. Dann ist schon deutlich heller. Ja, ich sag mal, das, was ich jetzt sehe, ist schon mal gut. Also das kommt mir jetzt wieder entgegen. Du siehst ja wieder alles. Und ja, aber ich bin ganz zu blenden. Ja, das ist aber okay. Das macht das weniger das Problem aus. Mir ist wichtig, dass ich die Punkte am Rand nachher wieder sehen kann, besser. Mich jetzt mal wieder aufs Ohr hauen. Ja, also ich bin jetzt auch noch mal ganz kurz weg, aber ich bin gleich dann auch dann da, Roland. Alles klar. Also dann. Ciao.
8 minutes 28.543.
Okay, ich bin jetzt am Platz. Eight minutes, 26, 6, 7, 5. Bin jetzt dann da. Okay, kannst du mir sagen, was der hinter mir hätten fährt? Also B2, ne? Moment. Letzte Runde, 8:21. Okay, die haben wieder schnellen Fahrer drin. Ja. Ja, dieser William van der Watteren und dieser D-Light, die sind auf jeden Fall schnell. Die können beide 8:20er Zeiten gehen. Aber sie hatten gerade eben ihren Boxenstopp und jetzt 6 Minuten Rückstand. Ja. Für mich ist das der Lorenz links. Wieso habe ich was verpasst? Weil er seine Off-Tracks holt. Fast jede Runde. Na ja, gut, ich habe vorher zu Robert gesagt, ich habe keine einzigen Incidents. Doch ein Incident für einen Shortcut habe ich kassiert, aber ansonsten überlasse ich den anderen die Incidents, dann können die nämlich ein bisschen abkürzen und Co., wo sie es brauchen. Also wir haben jetzt insgesamt 51 Inzidenz, 240 haben wir frei. Ja, ja, wir sind da ganz gut aufgestellt. So, und wie ich das mit diesen Fair Share Labs sehe, mit dem Count, wir müssten, glaube ich, alle 7 Runden gefahren haben nach aktuellem Stand und das haben wir ja alle locker. Ja. Oder 11, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, eins von den beiden müsste zählen, aber wir haben 20, 26, 24, 31 Runden jeweils. Und insgesamt muss man gucken, derjenige mit den wenigsten Runden muss 25% von allen haben. Ja, kriegen wir alles hin. Also das passt auf jeden Fall, selbst wenn Realism Racing jetzt pro Runde uns 10 Sekunden abnimmt. Nachher kommen Ronald und Robert wieder rein und dann sind wir ja wieder auf einem anderen Level mit dabei. Ja. Noch dazu hatten die auch nochmal wahrscheinlich Reparaturen, dass wir wieder so weit führen, oder? Ja. Haben die stoppen die öfters als wir. Ja, das weiß ich. Sie fahren pro Stint eine Runde weniger und anscheinend eben auch unsauberer. Von daher passt alles. Also wenn wir sauber durchfahren, müsste uns das eigentlich reichen. Wenn das Zwörtchen wäre nicht mehr. Ja, es sind immer noch 10 Stunden. Verdammt lang.
Sable Racing für das, dass sie vorher mal geführt haben und so richtig schnelle Fahrer hatten, letzte Runde schon wieder eine 20-Minuten-Runde. Also die sind mehr in der Box als sonst wo. Ja.8:25.956. Thank you.
Also P2 hat in der letzten Runde 5 Sekunden aufgeholt, 5 Minuten 55 Rückstand, alles okay. Ja, schon gesehen. Ruhig und sachte, einfach warten, bis die Möglichkeit kommt. Man sollte ja meinen, dass die Nummer 1 dann vielleicht auch hilft beim Überrunden. Ja, mir ist einer hinten reingefahren in der Nacht. Go left! Super mitgespielt. Ja. Er hat es gleich gemacht. Einmal geht die Info an den Livestream, dass wir diesen nachher gleich wieder unterbrechen werden zum nächsten Fahrerwechsel. Wir haben noch 2 Runden, dann geht es noch einmal in die Pause und wir werden dann bald wieder zurück sein natürlich.
Nicht einschlafen? Nee, ich schlaf nicht ein, ich guck nur auf die Abstände nach hinten und Pets warte wieder aufgeholt, passt. Ja, ja, das ist, ja, das werden sie holen, aber mein Gott, die sind jetzt so weit weg und wie gesagt, sauber fahren, konstant fahren, Reparaturen vermeiden, dann läuft das. Ja, ja. Die werden auch bei mir nachher nochmal ein gutes Stück aufholen, von daher alles okay. Und dann, wenn Robert dann kommt, 26.1.2.2. Der Alienfahrer. Zwei Runden noch, dann hast du es. Von hinten kommen zwei Fahrer, die ich schneller vermute als du. Würde ich auch, wenn dann gerade im Doppelpack durchlassen, diesen 1, irgendwas Sekunden auseinander. Da kann man das Stopbox und der andere ist halt schneller. Da fährt man schon der Assistent, kommt dem mal näher. Thank you.
Hallo, bitte. Hey, Robby. Hallo. Rechts. Noch gut. Wir werden nachher jetzt leichte Fahrerwechsel machen. Mich hat's wahrscheinlich jetzt auch rausgekriegt, weil mir war nur ein schwarzes Bild in iRating. Ja, schon mal. Jetzt bin ich rausgegangen und konnte quasi auf die iRacing Homepage nicht drauf. Dann habe ich den Browser neu gestartet, mich eingeloggt, dann stand nur die Zahl oben. Dann habe ich Browser geschlossen, neu gestartet, den Browser eingeloggt, jetzt steht System not in service bei iRacing. Klingt ja sehr gut. Also echt komisch. Na gut, du hast auf jeden Fall noch mal eine Stunde jetzt ja Zeit. Ich glaube, ich starte mal meinen PC neu. Naja, kann nicht schaden. Jawohl, gut. So, wir werden den Livestream jetzt an dieser Stelle wieder beenden, denn es geht gleich wieder Richtung Fahrerwechsel, es gibt noch eine Runde zu fahren und dann steht der nächste Fahrerwechsel an, den werde ich dann wieder übernehmen. Und wie üblich bei uns heute bei diesem Rennen, möchten wir natürlich, dass der Computer die volle Rechenleistung auf iRacing legt und dann nicht mit dem Streaming noch zu tun hat. Denn in Führung liegend einen Rechnerabsturz wegen Überlastung oder was auch immer, wäre natürlich alles andere als schön. Ja, wir werden jetzt versuchen, die Führung zu verteidigen. Wir wissen beide, Roland und ich, dass wir die etwas schwächeren Fahrer bei uns im Team sind. Da wird die Konkurrenz von hinten ein bisschen näher rankommen. Dennoch heißt es für uns jetzt einfach verwalten und vor allen Dingen sauber fahren und die Fehler lieber der Konkurrenz überlassen. Die Reparaturzeiten so gering wie möglich halten und dann Ronald und Robert die Fahrzeit zugestehen, die auf jeden Fall von den Zeiten mit den Konkurrenten mitgehen, wenn nicht sogar schneller fahren können und wieder den Vorsprung dann rausholen. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt schon mal hier aus diesem Stream und der nächste Stream wird dann um ca. 8 Uhr wieder online geschaltet nach dem Stint und dann vielleicht ja schon in Richtung Endphase gehen.